Die machen eh den Boss, aber wir haben eh keine Chance zu dritt. Wir haben zu viert keine Chance. Alter. Ich hab doch vier, ich hab doch drei Leute getötet. Ich hab einfach alles reingedonnert, was ich hatte. Das ist voll gefickt. Ganz gut. Ja, bis jetzt hat's ja immer funktioniert, ne? Weil ich gut bin. Überleg mal, wo ich mit Lilly dich die ganze Zeit geheilt habe. Du Faggot. Richtiger Faggot, weißt du? Ist nur gut wegen der Unterstützung seiner Mates und dann sagt er, ist gut, weißt du? Ist doch normal. Ihr macht doch nur so viele Kills wegen meiner Unterstützung. Ohne Witz, Alter, das ist ein richtiger Pascal-Move, den du auspackst hier. Ja, ich renne mit 30 Euro weg, genau. Nee, du läufst aber mit den Statistiken weg und sackst die Lorbeeren ein. Statistiken weg. Der war gut. Der Tag, der ja, und die Stats von irgendwelchen Leuten, weißt du, ja, das ist alles durch mich. Durch dich, ja, genau. Nein, wenn irgendwas Krasses passiert bei uns, speziell mal bei uns dreien jetzt, hier, mir, ich, Marcel, Daniel, wenn irgendwas Krasses passiert, wir gewinnen die Fight voll gut. Zuerst, ne? Nein, nein, ja, aber wir alle drei machen das. Du sagst, ich hab voll die krasse Damage gemacht, Marcel, Daniel sagt, ja, guck mal, wie die Axt geflogen ist. Und ich sag, mein Hook hat die alle getötet. Wir sind richtige Ich-Menschen, wisst ihr? Ohne Witz, Alter, das, nein, das ist ich einfach nur Schwanzvergleich. Ich bin kein Ich-Mensch, du bist der größte Ich-Mensch, der Okay, cool. Hanzo. Ja, gut, dass wir es geklärt haben. Wie toll ist Holy das? Shit. Der eine ist einfach 1263. Ja, easy. Jo. Cooler Hanzo, ey. Ist nicht der krasseste, den wir schon mal gesehen haben. Nein, schon mal krasser. Ja, wir haben, ja, einen, wir auf der haben Liste. Einen krasseren auf der Liste, den ja, aber ich weiß aber nicht mehr, woher wir den kennen. Wir haben irgendwann mal mit dem gespielt, glaube ich, ein, zwei Spiele. Das ist eine gute Möglichkeit. Ich bin krass. Soll ich Tyrael auf Tank oder auf Bruiser spielen? Auf okay. Vielleicht also Leute, ich will pure Zerstörung sehen hier. Schlecht. Ja, aber wir haben drei Leute, die Damage machen. Wer denn? Ich. Ich. Die Ich-Menschen. Also, das war gar kein Damage. Also, es heißt nicht mehr DD, es heißt nicht mehr DD, es heißt einfach nur Mi. Ja, weißt du, was DD in Wirklichkeit heißt? Dennis Dietrich. Echt? Wow. Oh. Damage Daniel heißt du, Arschloch. Du kannst auch Dennis, Damage Dennis sein, Damage Dietrich. Ja, okay. Da fehlt nur noch eine Zahl dahinter, irgendwie so Damage Daniel 88 oder sowas. So eine richtige User-Name von einem Forum, Alter. Ja. Ja. Richtig geil. Damage ich glaub, Daniel. Das wird neue Meme, Alter. Es geht einfach neu. Das auch, aber Damage Daniel hört sich viel besser an. Ja, das ist so richtig, also sowas wie Killer Andy oder so, weißt du? Was für ein Name ist das, Alter? Killer Andy. Shit, weil ich bin. Oh, kannst du auch aus der Gruppe kicken, ich bin Gruppenchef, ja? Ja, ich war jetzt direkt wieder. Bitte, ich bitte. Auch, du Spaß. Oder 69 passt besser. Ja, warte ab, wenn du da schläfst, Marcel. Dann mach ich mit dir mal 69. Ja, Marcel, 69 hab ich auf dem Arm stehen. Das darf nur ich. Was darf ich? Nur ich darf das. Ich hab 69 auf dem Arm stehen. Echt? Ja. Warum? Tätowiert halt, Mann. Das ist eine gute Frage, warum? Weil er ein tätowierter Bastard-Hurensohn ist. Ah. Ach so, Alter, also. Ja, Und Marcel. Ja. Sag doch keine davon Tattoos, bin ich gell? Nicht. Dennis, die scheiß reinhaut. Noch ja. Nicht. Was heißt denn noch nicht? Sascha, prinzipiell. Bleib rein heute. Alles klar. Dennis ist halt eine scheiß Reinhaut. Weil reine Haut, reinhaut. Ja, ich schau dir eine rein. Ja, ne? Ich auch. Damn. Dann gibt's Cockblock erstmal. Ich wurde heute von einer vom Apo-Lager auf mein Tattoo am Arm angesprochen, hat die gesagt, cooles Tattoo. Ja? Die meint das X. Ja. Ja. Cooles. Wie viele Tattoos habe ich denn noch auf dem Arm? Eins. Nein, aber, ja. Aber es ist ein X. Wenn Leute die One Piece nicht kennen, haben davon ja keine Ahnung. Vielleicht kennt es ja, sonst hättest du bestimmt nichts gesagt. Kennt es ja. Vielleicht okay. Hat es auch nur aus Höflichkeit gesagt. Ja. Die Chinesen, die kennt es bestimmt. Ja, die scheiß Schlitzis kennen alle. That's racist. Sascha, wir sind doch hier keine Rassisten. Nein, wir doch nicht. Wir sind Volksverhetzer, aber keine Rassisten. Wir sind einfach, wir haben einfach einen richtig braunen Humor, ne? So. Ach, guck mal. Ja, dann. Ach, ich nicht davon? Nein. Okay. Snitch. Was, Daniel?
Nur weil er die scheiß Krone hat. Ja, ja, ne? Daniel! Krone gleich König. Daniel! Ha? Wenn du deine Tochter liebst... jetzt bin's los. Dann bann mal die Au-pair, ja. Haben wir schon gebannt, aber ist okay. Schade. Dann bann mal hier, Lucio. Oh lol. Oh lol. Ach, ich seh's erst. Richtiger Snitch-Move. Sagt er noch jeden Morgen beim Aufstehen. Ich heute Morgen war ich richtig tot, gestern eingeschlafen, ich glaube, es ist irgendwann um 12:30 oder sowas. Ja, keiner wollte es wissen. War richtig tot, ja. Ich erzähl's aber. Didi wollte es bestimmt wissen. Jetzt versuchst du verzweifelt an Didi ranzukommen. Ja. Oh Mann. Wisst ihr was? Ich scheiße auf euch. Ich mach mich jetzt mit Sascha zusammen. Wieso redest du? Warum werd ich hier jetzt mit reingezogen? Nein. Wir schließen die anderen aus, Sascha. Okay? Ach so. Sascha, 10 Euro, wenn du zu uns kommst. Ich werde bei mir bleiben. Kollege. Aber ey, Daniel. Jetzt ist er salty. Noch bin ich nicht salty. Warte ab. Bist du, Janik? Boah, Alter, das ist explodiert. Und ich war natürlich mittendrin.